Grüß Gott, ich bin Thomas Möllenbeck. Ich stehe hier im Stephansdom in Wien am Taufbrunnen. Und das hat einen besonderen Grund, denn ich möchte Ihnen erklären, was ein Bischof ist. Ein Bischof hat was mit der Taufe zu tun, die hier am Taufbrunnen gefeiert wird. Vor einigen Jahren, als dieser Taufbrunnen gebaut wurde, da fragte man die Eltern bei der Taufe dann, was wünschen Sie, was wollen Sie von der Kirche? Und die Eltern antworteten dann den Glauben. Und das stellt dieser Taufbrunnen in St. Stephan in Wien dar. Wir haben in der Mitte Christus. Das ist der, dem man glaubt und an den man glaubt. Aber da sind noch andere Leute drumherum, nämlich die Apostel, denen Jesus gezeigt hat, wer er ist und wer der Vater ist und denen er den Heiligen Geist versprochen hat, damit sie das, was er ihnen gelehrt hat, auch sich gut erinnern können und verstehen können. Es nützt uns aber nichts, wenn wir Christus und die Apostel haben, dann haben wir immer noch nicht den Glauben, denn die Apostel sind tot und Christus ist im Himmel aufgefahren. Also brauchen wir auch noch Leute, die uns das irgendwie heute zugänglich machen. Deshalb haben wir auch noch die Evangelisten da unten, die aufgeschrieben haben, die Evangelien, die Lebensberichte von Jesus, was er gesagt und getan hat. Aber das würde uns auch noch nicht weiterhelfen, denn wir müssen die Evangelien ja auch richtig verstehen. Und jetzt brauchen wir Leute, die uns das erklären können. Und das sind die Nachfolger der Apostel. Jeder Apostel hat also im Laufe seines Wirkens Leute dazu bestimmt, den Glauben weiterzugeben und hat ihnen die Hände aufgelegt und dann wurden die zu Episkopen. Ein Episkop, das ist das griechische Wort für Bischof, ist ein Beschützer, ein Aufseher, ein Hüter. Und was soll er beschützen, hüten, worüber soll er den Überblick behalten? Dass der Glaube richtig weitergegeben wird. Das ist die Aufgabe eines Bischofs. Und dass er das kann, das hat er eben nicht aus sich selbst, weil er so gebildet ist, Dogmatikprofessor zum Beispiel war, wie der Wiener Kardinal vorher, sondern das hat er durch die Weihe, den Heiligen Geist. Und die Weihe ist ein Sakrament. Und deshalb sind hier neben der Taufe, die am Taufbrunnen gefeiert wird, auch die anderen Sakramente oben abgebildet. Und eins der Sakramente ist die Priesterweihe. Und unter denen, die zum Priester geweiht werden, nimmt man dann einen geeigneten Kandidaten. Manchmal wird er gewählt vom Volk im Laufe der Geschichte, manchmal wird er von einem bestimmten Gremium gewählt und heute wird er vom Papst ernannt. Und dieser Kandidat, der wird dann zum Bischof geweiht. Das heißt, die Fähigkeit, seine Aufgabe, den Glauben weiterzugeben, zu erfüllen, die hat er von Gott.